Es wird wieder Zeit für ein paar männliche Kloppe in der Mirage Arena, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part sind wir nochmal in die Zwergenmine gegangen, um ein paar Fortunas den Schädel einzuklatschen. Und natürlich nicht zu vergessen, die Bonusaufgabe hier, die wir nach Abschließen dieser Welt freigeschaltet haben, nun endlich auszuführen. Und Ramus Zorn habe ich euch jetzt oft genug gezeigt, deswegen werde ich den mal wechseln. Zu Explosion. Was habe ich eigentlich für ein Kommando jetzt neu bekommen? Ach ja, natürlich Illusion V, aber sonst noch irgendwas Neues? Illusion V verwandelt dich vorübergehend in eine Vitalitätsfiole und nutze ihre Fertigkeiten, die da wären, jetzt das ganze Gebiet in Gift zu versetzen oder was? Na egal. Das ist auch das Einzige, was hier eigentlich wahrscheinlich stehen wird. Unversierten Missionen. Zwergenwald, Vitalitätsfiole. Warum ist der Palast der Träume vor dem Zwergenwald? Geht das jetzt irgendwie nach Schwierigkeit oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wonach das sortiert ist. Entweder nach Reihenfolge, wie was abschließen oder so. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall die Vitalitätsfiole. Hallo. Dieser Unversierte spendet lebensrettende LP-Wolken, wenn er getroffen wird. Lege Heilkommandos an, um LP zu heilen und dir das Überleben zu erleichtern. Naja, brauch dich nicht. Also ich brauch sowas nicht. Und vielleicht bin ich auch einfach nicht drauf gekommen, das einzusetzen. Nein, ich brauch sowas einfach nicht. Wir wollen jetzt in die Mirage Arena zurückkehren, weil die so knackig ist und wir mögen Knackigkeit. So. Weltenkarte. Oh Mann, die ganzen Kommandos zu fusionieren, das wird noch eine Aufgabe werden, das weiß ich jetzt schon. Und das ist immer so ein Hin und Her, aber hey. Wir schaffen das schon, oder ich schaffe das schon, keine Ahnung. Mirage Arena. Es gibt sogar Fortunas, die es nur hier in der Mirage Arena gibt, nämlich zwei, glaube ich. Also zwei Fortuna-Items, die man in zwei verschiedenen Arena-Missionen bekommt. Einmal riskante Reichtümer war das und dann noch irgendwas, was mit Schätzen irgendwie zu tun hatte. Und da kommt halt irgendwie eine Welle, wo nur Fortunas kommen und da kann man halt draufhauen, um die zu bekommen. Aber erstmal kümmern wir uns doch ums Kommandobrettchen. Kommandobrett. Schlüsselbrett? Nö. Hochfallbrett? Nö. Zeichentrickbrett? Das hört sich schon besser an. Ihr habt übrigens gesagt, habe ich gelesen von euch, ihr wollt, dass ich mit der niedrigsten Anzahl an Gegnern spiele, weil es schnell gehen soll. Kann ich verstehen? Gut. Dann werde ich das tun. Ein Zeichentrickbrett müsste, glaube ich, Carlo einmal unser Gegner sein. Und einmal, glaube ich, Tick, Trick oder Track, einer von den dreien, glaube ich. Weiß nicht welcher. Aber da wir jetzt nur zu zweit spielen, müsste eigentlich nur Carlo unser Gegner sein. Denke ich. Werden wir sehen. Wie sieht das eigentlich aus? Was soll das darstellen? Ah ja, Captain Justice. Oh nein, ich wollte nicht durchmischen. Oh nein, er ist Erster. Naja, egal. Somebody call for a hero? Nein. Ja, freu du dich mal. Sieht irgendwie aus wie ein Mario-Pilz, oder? Keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Ich muss mal versuchen, hier unbedingt aus Feld zu kommen, also Bonusfeld, damit ich von vornherein den Bonuscharakter, falls es denn einen gibt, freischalte. Was haben wir denn so? Jetzt die Frage, wie gehe ich hier eigentlich? Lass mich mal kurz gucken, ne? Nach unten. Dann noch dort. Dort. Ja doch, eigentlich ist der Weg, den Carlo nimmt, am schlauesten, denke ich. Ist das ätzend. Yay. Miget Bonus. So, ich lege ein Kommando drauf. Was lege ich denn drauf? Betäubungsklinge habe ich doch schon hochgelevelt, aber... Nee, behalte ich, weil Betäubungsklinge... Im Notfall muss ich Carlo halt betäuben. Warum lachst du so dreckig, als ob du jetzt irgendwas dadurch erreicht hättest? Ach, naja. Die Dummheit eines dicken Katers.
Und jetzt würfel mal was Richtiges, Ventus. Was soll der Scheiß? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist nicht cool. Nö, ich lege hier nichts drauf. Nö, jetzt streite ich. Nö, nein. Ich streike. Ja, klar. Geh mal nach... Nee, warte mal. Nee, das hättest du nicht gekriegt. Du hättest das Bonusfeld nicht erreicht. Schade drum. Stoppra. Warum hast du eigentlich grün? Ich bin doch sonst immer grün. Welche Farbe bin ich denn jetzt? Rot. Warum bin ich rot auf einmal? Ach so, weil ich Zweiter bin, hä? Meine Farbe ist rot. Hä, meinetwegen. Hä. Oh Mann, hätte ich nie eine 6 würfeln können? Ah. Na egal. Nö. Joker-Chance. Wie ist es betäuben? Wie ist es dreimal würfeln? Wie ist es zweimal würfeln? Wie ist es überhaupt was denn was nützt? Das ist... Ey, das war nicht mal meins. Okay. Er kriegt irgendein Feld? Ich dachte, bei Feldübernahme kriegt er eins vom Gegner. Who's a big boy? Oh, was stand da? Phantasia? So magic, it's tragic. Und jetzt? Was hat er? Achso, er hat einen Bonus für seine Felder erhalten, oder was? Keine Ahnung, schien jetzt nicht so überraschend cool zu sein. Aber es schien jetzt auch kein neuer Charakter dabei zu sein, weil Chip und Chap haben wir ja schon. Ich gehe... Wo gehe ich denn lang? Nach da. Wäre irgendwie dumm, wenn ich nach links gegangen wäre, von daher. LP blocken. Ja, genau, das hört sich gut an. Aber hallo. Warum ist der eigentlich so hoch? Der soll nicht auf Platz 1 sein, Mann, der gewinnt sonst. Guck dir dieses dicke Schwein an, der gewinnt noch. Ich glaube, das ist auch das erste Brett, wo wir was bekommen, wenn wir es gewinnen. Also wirklich was bekommen, nämlich einen Dimensionslink. Bin ich der Meinung. Ah, es gefällt mir doch schon mehr. Gehe ich hier lang? Ja. Komme ich direkt auf das Feld. Zack. Aber hallo. Boah, das Bonusfeld kostet 1000. Ich frage mich, was dahinter steckt, ey. Sicherlich das beste Kommando, das du jemals in deinem Leben gesehen hast. Aber hallo. Oh. Kaum denkt man, man hat vielleicht mal einen kleinen Vorsprung ihm gegenüber und dann kommt so ein Scheiß nochmal, ey. Drei Würfel? Nö. Drei Würfel? Komm, jetzt muss aber auch mal was Gutes dabei rauskommen. Würfel jetzt keine Scheiße, Ventus. Enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht. Ach Mann, ey, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Ventus. Ich habe was Besseres von dir erwartet. Mach, was du willst, Carlo. Mach, was du willst. Der kauft sich. Der setzt keine Trümpfe ein. Der kauft sich alles. Hm. Soll er machen, wie er es für richtig hält. Ich betäube ihn jetzt erstmal. Der rückt mir nämlich zu sehr auf die Pelle und hat eh schon genügend Punkte. Von daher fick dich, Carlo. Ah, schön. Ich lande direkt auf dem Startfeld. Yay. Boah, voll wenig. Was erhöhen wir denn mal? Das da. Yeah. Yay. Haha. Wer ist denn blockiert? Ja, wer ist ein blockierter Junge? Es ist der Carlo. Der verdoppelte Maut. Was will ich denn damit? Warum kriege ich jetzt eigentlich so viele Angriffskarten, Mann? Ich habe doch sonst immer Magie bekommen. Lässt mich die Magie im Stich. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Hm, wir landen auf Carlos Feld. Ach, egal. Hä, wieso kriege ich keinen Schaden?
Ach, das ist mein Feld. Ach so, ich bin doch voll, dass ich grün bin. Ich dachte ihm gerade, hä? Ah, nein. Ich war ihm gerade voll psychisch verwirrt. Boah, wenn der jetzt zum Startfeld kommt, dann ist er 1A wieder auf Platz 1, Mann. Guck dir mal an, wie viele Kommandos der schon gekauft hat. Der kriegt so viele Bonuspunkte dadurch. Ätzend! Ich betäube den Drecksack. Check this out. Der darf sich nicht bewegen. Haha! So, würfeln. Das war nicht sehr nett. Naja, komm. Zwei Würfel. Och Mann, würfel doch mal was Richtiges, Ventus. Jetzt kann ich mir wenigstens das kaufen. Bounce! Was ist es denn Schönes? Na, sehe ich jetzt gleich. Du bist nicht länger betäubt. Und jetzt kriegt er seine dicken Bonuspunkte, ey. I'm a board winner. Alter. Der dickste Mann. Scheiße. Der muss jetzt nur noch... Fuck, Mann. Der hat gewonnen, wenn ich jetzt mich scheiße anstelle. Ich muss ihn jetzt immer nur noch betäuben. Alter. Wie hat er das gemacht? Wie bekommt er nur sowas hin? Carlo, du bist zu männlich für mich. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was es war. Egal. Thank you, sir. Oh Mann, ey. Kann ich jetzt mal kurz gucken, was es ist? Nee, kann ich nicht. Betäuben, Carlo, los. Carlo darf nicht weiterkommen. Der spielt voll gut. Der ist viel zu gut, der Kerl, Mann. So, das gefällt mir doch schon mehr. Alles kaputt. Boom, tschakalaka. Eigene Felder plus 1 gleich ein... Ach so, okay. Ah, also wirklich ein Feldbonus. Tja, du bist immer noch betäubt. Ich lasse auch nicht zu, dass du dich bewegst. Also nö, das kannst du glatt vergessen. Leider kann ich es nur noch einmal nicht zulassen. Oh... Oh je, Mine. Es ist echt nicht cool. Aber ich komme ihn langsam auf. Eieiei. Och, das war nicht cool, Mann. Thank you. Thank you. Okay. Er will's wissen. Wenn er jetzt zweimal würfeln kriegt und dann gewinnt, ey. Ich raste aus. Okay, Punkteschutz, das ist absolut in Ordnung. Okay, 3 ist auch nicht schlimm. Absolut noch im Rahmen. Aber er geht irgendwie einen Weg, den ich jetzt nicht von ihm gedacht hätte, dass er hingeht. Okay, dann mache ich die Joker-Chance. Ja. Check this out. Chicka, 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 chicka. Verwirren? Verwirren heißt jetzt was? Was habe ich jetzt gemacht? Och Mann, jetzt komm schon bitte besser voran, Mann. Carlo ist verwirrt. Das ist nicht gut. Scheiße, wenn er jetzt im Ziel ankommt, hat er gewonnen. Das ist überhaupt nicht knackig. Scheiße, Mann. I'm a board winner. Boah, was? 1400. Scheiße, Mann. Thank you. Er muss jetzt eine 4 würfeln. Nee, eine 5 muss er mindestens würfeln. 5 bis 6 muss er würfeln. Dann hat er gewonnen und ich muss eine 2 würfeln.
Alter, scheiße. Carlo, bitte keine 5, bitte keine 5. Ja, okay, noch läuft es. Jetzt geht es ums Ganze. Entweder er oder ich. Alter, scheiße. Bitte keine 1, bitte keine 1, ich mach die Augen zu. Oh, ich habe gewonnen. Alter, war das knapp. Das war das knappeste Spiel, was ich jemals hatte. Alter, fuck, Mann. Oh, fuck. Nee. Wow, Frostwurf, da war das für 1000? Ist ja eklig billig gewesen. Ja. Medaillen, juhu. Wow, also das war irgendwie heftig. Doch schon, war heftig, ja. Wow, ich habe einen Arena-Stufenaufstieg gemacht, weil ich 3 Partien gewonnen habe. Juhu. Und wir haben doch nicht den Dimensionssieg gehalten. Muss ich dafür das auf der Overworld machen? Das heißt, ich muss das so nochmal machen. Ist ja eklig. Och Mann, ey, ich mag sowas nicht. Arena. Ah, riskante Reichtümer. Das schalte ich also so frei, wenn ich eine bestimmte Arena-Stufe erreicht habe. Geächteter Wächter. 3 Runden, 5 Runden. Na, hier sieht man schon, das ist wohl die Wächterstufe 2. Ja, Doppelgänger, Ein-Mann-Armee. Das sieht aus wie der Triumvirator. Das Seeungeheuer, Stufe 4. Okay, das sollte ich vielleicht noch nicht in Angriff nehmen. Okay, dann mache ich mal vom Tellerwäscher zu mir 1000 oder 400. Okay, sammle mindestens so viel Taler. Ich denke mal, das werde ich versuchen. Vor allem mit meinem Mega-Flair. Also das sollte ich eigentlich hinbekommen. Moment mal, ich werde dafür die Siegespose aber ablegen, weil die interessiert mich dann eigentlich eher weniger. Für einen Wieger, denke ich mal. Schneller! Schneller! Wieger. Sodele, los, mein lieber Ventus. Zeigen wir es ihm mit unserem Mega-Flair. Und hier müssten auch mal Fortunas kommen. Boah, wo sind wir denn? Sag mal, sieh dir an, wie sie leiden. Und zack. Das Blöde ist, sie haben sich in den Boden vergraben. Blöde Viecher. Das geht schnell. Letzte Runde. Einen Augenblick, ich werde das ein bisschen schneller machen gleich. Los, Ventus, hau drauf. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Be a good boy. Sammle ich jetzt auch die Sachen von den Fortunas ein, die da liegen? Da waren sie nämlich. Sammle ich sie ein? Hallo, sammelst du sie ein? Hallo, da, das da, da, da. Hey! Habe ich es geschafft? Nee, anscheinend nicht. Scheiße. Das lief nicht so gut. Könnte unter anderem an meinem Multifokus-Kommando liegen. Yay. Weil das war für Fortunas nicht so geeignet. Das da nochmal. Machen wir das nochmal? Ja, komm, wir haben die Zeit, ne? Skante Reichtümer nochmal. Tsching. Oh, es lädt sich wieder so langsam auf. Aber wir werden das in Angriff nehmen. Das sind die Besten. Alter, zack. Ja! Hört auf, euch immer einzugraben. Ihr nervt damit, wisst ihr das? So. Blöde Viecher. Mann. Mh.
Alter. Ich will mal nicht versuchen, ob ich die Bonusmission hinkriege, vielleicht. Zack. In dein Gesicht, du komische Schatztruhe, die stinkt nach Furz. Oh, die Explosion! Hörst du wohl auf, dich einzugraben? Denkst du, du wärst cool, oder was? Zack. Ja, damit. Nee, warte. Hier sind noch nicht die Fortunas. Nee, egal. Willst du mich verarschen? Hör auf damit, Mann! Du willst also Spaß haben, mein Dickerchen. Ihr wollt also alle Spaß! Sehr viele Tanzzitronen. Ja, das ist das Einzige, was wir hier bekommen, Tanzzitronen. Deswegen schön viele davon einsammeln. Wisst ihr was? Es reicht mir. Sudeli. Die haben mir ein bisschen zu viel rumgetanzt. Und das hat mich genervt. Aber hey, wir haben diesmal die Tanzzitrone erhalten. Yeah. Und wir britzeln. Und ich habe wieder die Mission nicht geschafft. Naja gut, diesmal wenigstens war es knapper als vorher. Aber hey, wozu soll ich die Bonusmission schaffen? Ist ja nicht so, dass es im Tagebuch aufgeführt wird oder so. Nein, wird es nämlich nicht. Gut, damit haben wir die sexy Tanzzitrone bekommen. 22 Mal, das reicht mir. Noch was? Was haben wir denn noch so Feines bekommen? Offener Sesam. Wann haben wir den denn bekommen? Haben wir den... Hä, oder war offener Sesam? Nee, dann hätten wir ja... Dann hätten wir ja, irgendwie drei bekommen, vier bekommen dort. Offener Sesam war das doch... War offener Sesam doch dort? Ich glaube, offener Sesam und Tanzzitrone gehörte dazu, die man hier bekommt. Ich dachte, die bekommt man nur in zwei verschiedenen Missionen. Also anscheinend ja doch nicht. Anscheinend habe ich mich geirrt. Dum, 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 dum. Arena-Mission, bla 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 bla. Ja, 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 ja. So, das habe ich alles gemacht mit den Strecken nochmal offscreen. Und dann die Kommandobrettpartien, ja, ja, ja. Minispiele. Ah ja, das Zeichentrickbrett, bla 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 bla. Okay, mehr gibt's nicht. Das war schon alles. So traurig. Meine lieben Freunde, im nächsten Part werden wir uns noch ein bisschen hier in der Mirage Arena rumgucken, weil es doch ein paar mehr Missionen gab, wie wir gesehen haben. Ich würde mal sagen, tschüssikowski, bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde.